Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zum zweiten Teil von Irrenhaus Deutschland. Ja, wir haben es in zwei Teile geschnitten, weil es sonst zu lang geworden wäre für eure Aufmerksamkeit. Spannend. Bevor wir loslegen, wie immer, Kanal abonnieren, uns folgen auf Telegram und auf Getter, mir und auch dem Deutschlandkurier. Adressen findet ihr hier drunter. Kein Irrenhaus ohne Deutschlands Oberschwurbler Nummer 1, Karlchen Lauterbach. Die CDU wäre schuld an kommenden Corona-Toten, schwurbelt der Bundesgesundheitsminister. Er spricht von nun vermeidbaren Toten, die es wegen des Scheiterns der Impfpflicht geben werde. Und daran träge die Union, also die CDU, CSU, die Schuld, meinte Lauterbach. Nun ja. Noch einen kleinen Nachtrag zu meinem vorletzten Video, der Inder, der seine Tochter und seinen Sohn so bestialisch umgebracht hat, wurde nun in Paris gefasst. Immerhin. Die Polizei sagt, die Kinder wollten gerade zur Schule gehen und als sie den Vater draußen sahen, hätten sie sich noch gegen die Tür gestemmt. Die kleinen Kinder, 7 Jahre und 11 Jahre alt, haben sich gegen die Tür gestemmt, weil sie schon ahnten, was passiert. Man darf da im Grunde überhaupt nicht drüber nachdenken. Hier mal was Leckeres. Nach ihrem Shooting für den Playboy bekommt TV-Sternchen Jelek Kok Todesdrohungen von Türken. Jelek Kok, das ist auch ein bisschen unglücklicher Name. Experten wissen, was Kok auch bedeutet. Der Bild sagte sie, ich habe Nachrichten bekommen, dass ich eine Schande sei. Einige wünschen mir sogar den Tod. Von wem genau? Ich bekomme viele Nachrichten aus in Deutschland lebenden Türken. Ich denke, sie sind unzufrieden mit ihrem Leben. Ich möchte nicht alle Türken unter einen Hut stecken, aber ich lebe lieber frei als eingesperrt. Vielleicht wünschen sich diese Hasser innerlich auch, diese Freiheit genießen zu können. Dies ist ihnen aber nicht erlaubt. Tja, meine liebe Jelek, oder wie man es ausspricht, keine Ahnung. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Hier irrst du. Die Jungs, die dir da mit dem Tode drohen, die können sich das sehr wohl erlauben. Und auch wenn sie später Männer werden, das sind die, die mehrere Frauen haben. Die Mädchen haben diese Freiheiten nicht. Die Frauen haben diese Freiheiten nicht. Jelek ist übrigens nur Halbtürkin. Sie spricht noch nicht mal Türkisch, da sich ihre Eltern getrennt haben, als sie 3 war. Von daher wäre es wohl besser gewesen, sie hätte vor Beginn ihrer kleinen TV-Karriere ihren türkischen Namen einfach abgelegt. Am letzten Sonntag war, wie ihr wisst, Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Ich habe dazu einen kleinen Kommentar geschrieben, den werde ich euch jetzt vorlesen, weil er wunderbar in dieses Irrenhaus passt. Es ist ja nicht nur das wieder einmal bescheidene Abschneiden der AfD. Es ist auch das sehr gute Ergebnis der Grünen, das auch dem letzten Optimisten klar machen sollte, dass Deutschland, wie man so sagt, nicht mehr zu retten ist. Nur noch mal zur Erinnerung. Es war linksgrüne Politik, die für alles verantwortlich ist, was in unserem Land schiefläuft. Und so ein Wahlergebnis auch noch in Nordrhein-Islamien, wo wir in den Großstädten nur noch erahnen können, dass wir uns in Europa befinden. Und so ein Wahlergebnis auch noch in Tagen der Rekordinflation, der Strom- und Benzinpreiskostenexplosion, der Kriegsgefahr und so weiter und so fort. Und da braucht mir auch keiner mehr aus unserer Blase zu erzählen, die USA oder Soros oder Schwab oder Gates, irgendwelche dunklen Mächte, wer auch immer, trügen die Schuld an all dem. Die Schuld an diesem Wahlergebnis trägt das deutsche Volk, denn das hat gewählt oder auch nicht gewählt. Ist ja kaum noch jemand hingegangen, was mindestens genauso schlimm ist, wie die falschen Parteien zu wählen. Vor ein paar Tagen habe ich eine junge Schwedin kennengelernt. Nee, nicht, was ihr schon wieder denkt, es war auch keine echte Schwedin, es war eine Deutsche, die in Schweden lebt. Und ihr wisst doch, wie gewisse Leute argumentieren, wenn wir sagen, Schweden ist genauso gut oder sogar besser durch die Pandemie gekommen wie wir, obwohl die längst nicht so strenge Maßnahmen hatten. Da wird doch stets geantwortet, ja, aber die Schweden hatten halt so ein großes Verantwortungsbewusstsein, dass sie sich freiwillig geschützt haben. Und wisst ihr, was mir die Schwedin erzählte? Maske gab es bei uns nicht. Maßnahmen auch nicht.
Man weiß gar nicht mehr, was man heute überhaupt noch kaufen soll. Eine Marke nach der anderen enttäuscht einen. Neuester Fall Calvin Klein, meine Lieben. Die US-amerikanische Klamottenmarke wirbt nun mit schwangeren Männern. Vor genau 35 Jahren, ich war 17, habe ich mir meine erste Unterhose von Calvin Klein besorgt. Im letzten Jahr habe ich mir noch mal ein halbes Dutzend im Netz bestellt, aber es werden die letzten gewesen sein. Das mache ich nicht mehr mit. Bayern, meine Lieben, Bayern heißt die Scharia willkommen. Dieses Bild von einem Mann heißt Markus Schmiddel. Er ist Schulleiter einer Realschule in Ebersberg. Schmiddel hat den Mädchen an seiner Schule verboten, sich sommerlich zu kleiden. Selbst dann, wenn die Temperaturen... Ja, seht ihr? Da hat der V auch überhaupt keinen Bock drauf. Selbst dann, wenn die Temperaturen auf die 30 Grad zugehen. Da fragt man sich natürlich, was treibt diesen Mann an? Erregen ihn schwitzende kleine Mädchen? Man weiß es nicht. Die offizielle Begründung liest sich so. Lehrer hätten sich über die Kleidung einzelner Schülerinnen beklagt. Und zwar, und jetzt kommt's, Lehrer mit Migrationshintergrund. Man müsse auf alle Kulturen Rücksicht nehmen, so Schmiddel. Nee, Schmiddel muss man nicht. Fremde Kulturen müssen Rücksicht auf unsere Kultur nehmen, auf die Kultur des Gastlandes. So einfach. Der V gibt mir recht. So einfach ist das. Dazu sagte eine Mutter dieser Schule, dass Lehrer sexuell erregt würden, wenn Mädchen bauchfrei gekleidet seien oder einen zu tiefen Ausschnitt hätten. Das kann doch nicht das Argument sein. Wir reden hier übrigens über eine Mittelstufe. Es sind kleine Mädchen. Das muss man wissen. Und übrigens, Schmiddel, meine Lieben, möchte explizit darauf hinweisen, dass seine Schule für eine weltoffene Gesellschaft sei. Dazu muss man nichts mehr sagen, das kann man so stehen lassen. Meine Lieben, haut rein, macht weiter und bis später.